Jo, eine kurze Folge, letzte Folge ging zu Ende. Herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 und es geht weiter mit unserer kleinen Karriere hier. Ja, auf geht's. Oh, was haben wir denn da gerade? Pressekonferenz, Auftaktspiel, ne? Oder? Ne, Abgang. Weber, ja, stimmt. Und so sieht das aus, wenn ihr den Spieler abgibt. Ich finde wirklich diese Mini-Dinger, ich finde diese Dinger eigentlich ganz cool gemacht. Diese Mini-Kills, das zeigt ein bisschen, das glaube ich, was war. Abgang. Thomas Weber wechselt zu Haugesund nach Norwegen, ist das, glaube ich. Ja, ist egal, alles gut passiert. So. Dann kann ich jetzt mal schauen, ob ich noch für das Geld jetzt mir noch einen Linksverteidiger, den Linksverteidiger nicht gerne gehabt hätte, verpflichten. Probieren wir es nochmal. Leih vorschlagen. 19 Jahre alt. Ich will ja, wir können hier momentan nur auf Talent. Ich will ein bisschen auf Talente setzen. Ich will ein bisschen die Talentschmiede sein. Ja. Ein Jahr. %70%. Gut, dann ist das Ding schon mal ein bisschen besser. Aber dann bleibt. Schau. Er soll, wie gesagt, das soll Talent sein. Soll die Talentschmiede sein. Klar, es geht in erster Linie nur um die Klassen halt. Und ich möchte die Mannschaft so ein bisschen mit jugendlichem Stil so ein bisschen aufbauen. Aber schauen wir mal. Wir sehen uns. Es ist mal noch die Pressekonferenz von den Auftaktspielern. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Natürlich, klar. So, das war ein Spiel jetzt gerade. Wir sind am Alter Ende angekommen. Alter ist, glaube ich, kein Maßstab für uns. So, gut, es geht weiter. Starten wir mit dem Spiel gegen den SVW in Wiesbaden. Ne, gehen wir rein. Diesmal spielen wir jetzt auch selber. So. Ach, wieder Schiedsrichterin. Okay, ich dachte, wir können. Das wird ein bisschen durchwechseln. Aber alles klar, gut. Na dann, auf geht's. Ins. So. Jo, geht jetzt gleich. Gehen wir rein ins Match. Diesmal brauchen wir kein Training. Tolle Stimmung, hohe Erwartungen und zwei Mannschaften, die diese hohen Erwartungen eigentlich immer erfüllen. Gleich geht's los, live bei EA Sports. So, auf geht's. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Genau so und ist man es. Spürt natürlich überall die Vorfreude. So, die gehen wir rein ins Match. Endlich geht die Saison los. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Ich habe bewusst jetzt ein bisschen umgebaut. Erwarten
diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich, da ist die Chance. Drin. Da wünschen wir uns das. Frühes Tor yes. in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Es geht halt natürlich, wie gesagt, erstmal die Linie um die Klassen. Vielleicht schon mal hier ein Pünktchen. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich genug Kohle zusammen habe, werde ich mir den verpflichten. Der überzeugt momentan in jedem Spiel und für die Summe kann man den durchaus verpflichten. Also zumindest ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und zumindest so ein paar Leute den Verein verlassen. Und dann werde ich definitiv verpflichten. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir DFB-Pokal spielen. Vielleicht können wir über die DFB-Pokal und die Kohle sammeln. Es ist ja bis zum Ende der Saison Zeit. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Oh, misslungene Befreiung hier. Mal schauen. Ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Oh ja, das wird ein bisschen offen. Ja, dann jetzt bauen die den Fehler. Gut aufgepasst und verteidigt. Ganz stark abgeblockt. Gut abgeblockt da. Zielreis. So, was machen Sie draus? Ah, gut abgelaufen, danke. Sterner. Da zieht er ab. Ja. Oh, den habe ich abgeschaltet. Den habe ich mich drin schon gesehen. Da habe ich schon abgeschaltet. Da ist das Pressing erfolgreich. Jetzt ist er vorbei. Gutes Tackling hier. Wie gesagt, bis jetzt sind unsere 90er allesamt nur ausgeliehen. Das ist noch keine. Das ist, glaube ich, meines Wissens keiner fest, außer ich glaube, doch Richino ist das gar nicht fest verpflichtet. Ball bleibt hängen. Sterner. Auf ah, das ist nicht gut da. Ja? Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Das ist genau gut. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Oh, ich muss den Keeper, glaube ich, noch tauschen, ne? Sie suchen die Lücke. Sterner. Was für eine Chance. Kein Tor. Da lassen Sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert Sie. Klar, es ist in erster Linie nur Klassenerhalt. Ne? Und wenn jetzt ein Sieg in Wien, Wiesbaden, die ja zum Kandidat fürs Mittelfeld sind, wäre schon top. Also das steht doch nicht fest. Fairer Einsatz hier. Da habe ich ein bisschen mit gerochen, dass der das fast fort, deswegen bin ich da jetzt hingegangen. Hab dann, man kann ihn noch lösen. Klasse Chance jetzt. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal. Stürmer könnte man noch gebrauchen. Ein Angreifer, ne? Ein typischer Neuner. Bis jetzt ist es noch nicht so wirklich. Oh, ist ein bisschen weit vielleicht. Kommt rein. Da ist die Flanke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Ja, ich schau mal, ob ich doch einen Stürmer kriege. Mit ein bisschen Abgängen vielleicht und einen oder anderen Stürmer ausleihen. Gut den Ball abgefangen. Wie gesagt, bis jetzt ist es mein offensiver Mittelfeldspieler, der es macht. Da wäre jetzt Platz. Da ja, mit viel Übersicht. Und das ist auch gleich. Alles wieder ausgeglichen. Das hat sich ein bisschen angedeutet. Ich bin gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Ach, Mann. Ärgert mich gerade so. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Aber sie haben es gut rausgespielt. Und dann macht das statt. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos. Obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht.
Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause, gleich geht's hier weiter. Gucken wir mal kurz, Viktoria Waldhof 1-0 und Duisburg 60 und Essen Dortmund im Derby 1-1. Und wir auch ebenfalls 1-1. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Ich meine, selbst mit dem Punkt bin ich zufrieden. Es geht nur darum, unten nicht, nichts mit der, mit dem Abschied zu tun. Und nicht die ersten letzten vier Plätze belegen zu müssen. Es könnte das Führungstor sein. Und die Chance war ja da. Ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Schade. Ich dachte, wir kriegen es hin, da zu Ende. Das Tor rauszumachen. Platz auf außen. Sie lassen den Ball gut laufen. Ja, gut gelöst da. Alle Details sind geklärt. Er wird wechseln. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Ah, schade. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Ich möchte den Club aufbauen mit vielen einigen Talenten dabei, die ein bisschen was können. Gut gemacht. So, und die Vorpflicht will mich überzeugen. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Wichtige Aktion. Stunde rum, also über eine Stunde rum, mittlerweile unentschieden. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Ja, gehen wir da mehr mit ein. Sehr gut. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Sie wechseln jetzt. Bei dieser nicht. Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Jetzt die Ecke. Der ist noch heiß. Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Ja, geht gut dazwischen. Er versucht. Oh, keine, sehr gut. Die Ecke kommt rein. Aber sie müssen weiter aufpassen. Sterner. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Egloff. Ah, Egloff. Der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Mit ein bisschen Glück finden wir es. Ecke der kommt der 16er. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Macht er ihn! Hat er den Schuss aber nicht drin. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt rein. Die Ecke kommt rein, aber der Torwart ist da. So, wir haben jetzt ein bisschen durchgewechselt. Fünf Wechsel sind ja möglich, meines Wissens, oder? Fünf Wechsel? Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ich wollte den Abschlusszeitpunkt verpassen. Spannend ist es hier definitiv. 5 Minuten noch und nach wie vor steht es unentschieden. Zierreis! Drin! Riesenjubel auf der einen Seite, Niedergeschlagenheit auf der anderen. Was für ein Tor! Und ich glaube, das war's. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation.
So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht. Leider müssen wir ein bisschen Transferbudget freimachen, damit wir überhaupt die Chance haben, nochmal nachzurüsten. Leider. Wir haben halt nur 1,2 Millionen, ne? Das ist es halt. Wir sind im momentan darauf angewiesen, die Spiele auszuleihen und kostengünstig auszuleihen. Alles anders jetzt erstmal, ganz große Sprünge sind jetzt nicht möglich. Nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben 3 Punkte zum Auftakt. Vor dem Spiel haben alle nur über die Höhe der Niederlage diskutiert. Und jetzt steht da dieser Sieg auf der Anzeigetafel. Damit, und da bin ich ganz ehrlich, hätte ich niemals gerechnet. Auch so kann es laufen. Wahnsinn, das ist Fußball. Das war gut, was er heute angeboten hat. Tja, er hat Anlass zur Freude, würde ich mal sagen. Gute Leistung, Sieg eingefahren. Also definitiv, das ist ein Kandidat, der wird auf jeden Fall verpflichtet. Da ist die Chance. Der wird auf jeden Fall verpflichtet. Interview nach dem Spiel kurz. Ich hoffe, dass das jetzt so gut geht und nicht wie bei FIFA 22 am Anfang, dass du dieses Mega-Rauschen hast. Das hat nämlich extrem wehgetan im Ohr. Wir werden es jetzt gleich hören. Es ist offiziell... Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. So, Spieler stärken. Ja, manchmal hat man auch das bisschen, das könnte Glück und du hast es gemacht und du fängst mit 3 Punkten in der neuen Saison an. Das, damit kann man schon mal ein bisschen in den Auftakt gehen. Aber wie gesagt, wir werden, ich weiß nicht, mit dem Aufstieg werden wir wahrscheinlich nicht viel zu tun haben. Aber gucken wir mal einfach. So. Ich werde mir jetzt versuchen, noch einen Stürmer zu verpflichten, weil ich da vorne noch ein bisschen schwach aufgestellt bin. Angriff. So, gucken. Ich schaue mal, ob ich mir noch ein Talent verpflichten kann. Also mega Sprünge werden wir da sowieso nicht machen. Wir teilen alles kurz und kurz jetzt über die über Ausleihen gehen. Gabula, der hat mich bei FIFA 21 sehr gut, sehr überzeugt. Ja, Moukoko wird wahrscheinlich, ja, Moukoko wäre auch nicht realistisch, muss ich sagen. Nicht in die dritte Liga, nicht so uns. Leihe vorschlagen. Gucken, ob er kommen würde. Novoa vom RB Leipzig, die will ich gerne, würde ich schon fördern. Grundlegende Kondition. Ein Jahr, vielleicht kommt er ja. Wir haben ja ein bisschen Geld da. Nehmen wir mit. Und damit passt es. Und damit passt es. Jetzt bräuchte ich noch einen linker Mittelfeldspieler. So ein bisschen. Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. So. Ob das möglich ist, überhaupt da irgendwas zu verpflichten. Vorschlagen. Wie gesagt, es geht in erster Linie erstmal nur Leiharbeiter, dass der Kader dann wahrscheinlich komplett aufgebaut werden muss für die neue Saison. So, die Frage ist, wo da kommen. Ich glaube, das wird nicht gehen mit 40. Werden sie kommen? Gegenangebot. 50, 45. Gegenangebot 45. Schade. Hätte ja, klappen können. Und die wollen ja alle so viel haben. Ich
Leider wollen sie ja teilweise alle so viel haben. Da sind wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen ein paar. Ich gehe mal runter in die zweite. Eine runter. Gucken, wenn wir könnten, holen könnten. So. Wäre nicht mehr finanzierbar. Also wäre vielleicht finanzierbar, aber. So. Dritte Linie. Könnte man denn verpflichten? Ich hätte aber wahrscheinlich nicht gehen. Ja, Vertrag geht Leute aus, ja. Ja, wie gesagt, viel wird wahrscheinlich eher über die Außen gehen. Welche das Problem, erste, zweite, dritte Liga, das ist nicht wirklich drin. Das weiß ich, ich muss jetzt mal ins Ausland gucken. In Tschechien, haben sie mir gesagt, könnte die Alternative sein. Das ist China. MLS, Super League. Spät. Das ist die Tschechenliga. Das ist Dings, das ist Schottland. Ich glaub, die Tschechische Liga gibt es, glaube ich, gar nicht, soweit ich weiß, ne? Indien, Eredivisie, ne, zwei. Okay, wundere mich gerade so ein bisschen. Sie gucken mal an. Ich guck mal nach, was sie da haben an Alternativen. Wurde ja nicht gesagt, dass ich da nur deutsche Spieler verpflichten darf. Ist klar, es muss ja ein bisschen auch mal in die anderen Ligen gucken. So, ich guck mal da nochmal hin. So ein bisschen. Okay, war ein Versuch wert. Na gut. Meine Liste nehmen. Muss ich jetzt ein bisschen die Liste klein machen. Nach komm Leute, Herr Laie. Nö. Schade, manche so könnte ich mir vorstellen.
Mann, das ist das Problem. Australien. Ich weiß, das auch immer das eine oder andere Talent. Ich guck gerade, ob wieder ein paar Kandidaten. Die uns helfen könnten, vielleicht. Afdija, ja gut, der wird wahrscheinlich aber nicht zu uns kommen, oder? Der wird nicht verleihen, wenn wir in die Liga weg sind. Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch schwer gewundert, wenn es so gewesen wäre, muss ich sagen. So. Das ist doch nicht klar, Wahrheit. Die wollen jetzt alle nicht kommen, oder was? Der ist verliehen schon. Der wird nicht kommen. Na, viele werden natürlich nicht so nicht kommen. Guck mal gerade so ein bisschen durch. All die Ideen. Ich sammle jetzt gerade eigentlich nur gerade so ein bisschen Möglichkeiten. Vor viele werden natürlich einfach vom Gehalt her nicht mehr kommen können. Warte mal, war das, wie ist der Spieler, der jetzt, der für Ungarn da debütiert hat, der 18-Jährige? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, den zu verpflichten? Ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen. Ich muss den sehen, den Namen. Der hatte, glaube ich, auch dann die Trikotnummer 18. Dann hat Deutschland ein gutes Spiel gemacht. Quatsch, bin ich USA. Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Da habe ich ein bisschen auf die Idee, weil ich ein bisschen überlegt habe, ich weiß nicht, wo der spielt, das ist so. Nee, hier spielt er nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, dann ist das jetzt erstmal so. Guck mal bei Frankreich, welche Top-Talente sind. Es werden natürlich keine Top-Spieler zu uns kommen, das ist klar. Ich probiere mal, ob ich ihn leihen kann. Ja, natürlich nicht. Schade, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, dass er vielleicht. Der Name sagt mir nämlich was von ganz dunkel. Naja, wie dem auch sei. Ist gut. Dann haben wir es jetzt. Müssen wir gucken, wie es versunken.
wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall noch ein Rechtsaußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und danke, Zweiter. Mit unserer Karriere Bayreuth.